ohne dass ich hier mich um neue Piloten kümmern muss. Das hängt sich jetzt heute alles. War aber, und das ist letztendlich auch für mich die positive Seite des gestrigen Tages, wenn alle gern fliegen möchten, es aber aufgrund des Windes eher schwierig war. Es ging hier wirklich, damit wir Kaffee getrunken haben, wirklich viel sich ausgetauscht. Und vielleicht war dieses Wetter auch gestern mal notwendig für so einen Tag, dass die Piloten mal losgelöst von, wer ist jetzt dran, wann muss ich mich fertig machen, jetzt bin ich dran und habe ich meinen Akku geladen und muss ich noch tanken oder was weiß ich, mal ohne Stress sich gestern mit sich selber beschäftigen konnten. War natürlich für mich etwas anspruchsvoll und herausfordernd, die Zuschauer bei langer Zeit, aber wir haben es geschafft, nahtlos weiter. Ich darf hinweisen, es ist 12:30, es gibt vorne die bekannten Rebknorz, Spießbraten, also Schweinefleisch, lecker eingelegt mit Zwiebeln, getrockneten Rebschockwurzeln, gebraten. Und jetzt ist er in der Luft, unser Videoman, Heli Grüße, Christoph Wickel, ein YouTuber, der Reise trägt. Es gibt keinen Tag, an dem nicht irgendein Video, irgendein Heli-Porträt, irgendein Piloten-Porträt bei YouTube von ihm erscheint. Er hat also ein unheimliches Repertoire. Also ein unheimlicher Akteur in der Sache und kann natürlich auch EC145 in der Version 1 als elektrisches Modell ausgelegt ist. Also ein Motorblatt hat in der Länge ab Blatthalteschraube, also A4, bis zur Oberspitze 60 mm, 60 cm, das würde auch nichts bedeuten. Und werde hier von ihm wirklich auch einen Unterschied vorgeflogen. Und ich glaube, es ist zwei oder schon drei Jahre zurück, da war das Modell wirklich auch neu von ihm und da habe ich mich dazu verleiten lassen und er hat es da richtig auch bekommen. Der Lieder hat die ganze Veranstaltung gemacht. Die Zeit hat er auch noch besonders aus. Da war es vor zwei, drei Jahren so ein Kopfschmerzen. Sonderpokal für Schützen und Leben. Das war nach wie vor wieder am 15. Januar. Immer mit in den wieder die zwei Ausführungen, also mit Fingerstrom hinten dann eine Nummer größer. Aber das werden wir vielleicht im nächsten Jahr dann sehen, wenn der Christoph wieder da ist. Als YouTuber und als Pilot hier auf dem BMW. Auch nur vor,
und der muss der Rotorblattarien in die Hände greifen, die Dynamik, die Rotorblattgeräusche zu hören sind. Ja, aber das ganze tut natürlich in der Optik nach dem Akku, wenn auch die Akustik hier nicht so ganz mit dem Original in Übereinklang zu bringen ist. Das ist ja was mit ihren Formeln, sie machen mir Hunger wie die Sache. Nee, alles gut. Wir kennen uns ja, ne? Ja, na, wunderbar. Ja, freu mich schon. Ich mach dann noch, die kannst du dann auch machen, ja, später. Ja,